Weltmarkt. Machen wir das mal so und das machen wir auch mal so. Mal gucken, wie das dann läuft. Wir haben hier Plastik und wir haben hier eine Tonne Legierung. 10 Tonnen, 20 Tonnen. Müssen wir mal im Auge behalten, würde ich sagen. Das sieht doch wunderbar aus. Das wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Und deswegen können wir eigentlich auch hier dieses eins von den beiden Feldern könnten wir Nein, ich möchte ja eigentlich das möchte ich schließen. So. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also, Umschlagplatz wollen sie auch noch haben. Na toll. ...722 haben wir mittlerweile. Forschungsprojekt starten. Achso, wir brauchen ja erstmal noch eine Uni. Da wollte ich rauf. Achso, ich muss. Ach ja, ich muss ja erstmal. Das ist ja leider das Schlimme. Wir brauchen erstmal 1000, um überhaupt eine Uni bauen zu können. Hat für heute geschlossen? Wieso? Gewinnen. 26.000 und 35.000. Das ist konstant geblieben. Ich habe das Gefühl, wir hätten ein Casino hier vorne irgendwo hinsetzen sollen. Wenn wir es auf unserer Tourismuskarte, Tourismuskarte, sehen wir hier, kommen wirklich viele rein. Zwei Touristen der oberen Einkommensschicht. Das sind positive Aspekte. Den negativen Aspekt hauen wir gleich mal weg. Genauso wie den hier. Park and Ride ist ein negativer Effekt, genau wie der Shuttlebus. Zumindest leicht negativ. Ach komm, Leute, ey. Wir haben hier einiges an positivem Zeug drin. Ne? Verstehe ich noch nicht ganz, warum unser Straßenbahndepot nicht so der Bringer ist. 12 Minuten Wartezeit, 5000 Passagiere. Einwohner und Touristen. Können wir noch was für die Touristen?
was denn tun? Dass wir noch ein paar mehr bekommen vielleicht. Hochklassig. Das ist auch ein hochklassiges. Das ist ein mittleres. Das ist ein mittleres. Das ist auch nicht besser. Das ist hochklassig. Das ist Mittel. Das ist Mittel. Maximale Besucherzahl. Hochklassig. Erhöht auch wieder die Grundstückspreise. Mittel. Mittel. Das würde ich gerne da hinsetzen. Mal sehen. Man muss ja die Touristen so ein bisschen, zwei von drei dürfen wir davon nur bauen. Ja, müssen wir sehen, was wir davon abreißen. Wir haben doch ein Transportmittel. Erhält er die manche Wahrzeichen Tourismus? Steht was von öffentlichen Transportmitteln? Öffentliche Transportmittel. Wir haben ein Straßenbahnsystem. Mit enthalten. Sie werden allerdings auch Straßenbahnhaltestellen aufstellen müssen. Muss auf einer Straßenbahnhauptstraße mit hoher Dichte aufgestellt werden. Ja, ist doch. In Ordnung, habe ich doch. Züge. Flughafen. Schade, dass ich jetzt noch nicht ausprobieren kann. Autsch. 1%, was 1% ausmacht. 3000. Ja, noch läuft das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Plastik haben wir auf jeden Fall genug. Ökologie freigeschaltet. Was ist das? Wo finde ich das? Geht das hier mit rein? Schlechter Zuggangster. Lassen Sie in Ihrer Stadt mindestens einen Verbrecher fangen. Münzschlitze. Erzielen Sie mit Casinos insgesamt 200.000 an Einkünften. Bauen Sie an einem Tag in einer einzigen Stadt 100 Kisten mit TV-Geräten, okay? Mehr Power. Große Gemeinde. Milliardärspielplatz. Erhalten Sie in Ihrer Stadt 10 Wohngebäude der oberen Einkommensschicht. Ja, das sagt mir aber immer noch nicht, wo ich dieses interessante Ding bekomme. Tja. Da gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier auch nicht. Wo gehört denn das dann zu? Sehr kurios. Erhöht die Grundstückspreise der oberen Einkommensschicht.
Aber 700 die Stunde. Das ist ein bisschen heavy. Oh, was sagt denn unsere Uni? Das könnte demnächst mal klappen. Überschuss. Hier haben wir noch sehr viel Überschuss. Hier haben wir auch noch Überschuss. Hä? Wo war ich nicht? Achso. Tja. Niedrige Grundstückpreise. Ich kann es auch nicht ändern. Ich habe hier keinen Platz mehr. Ich hoffe, ich habe das Richtige abgerissen. Es ist immer ein bisschen schwieriger zu sehen. Zu hohe Steuern. Ach komm, Leute. Ja. Irgendwer steckt jetzt hier ziemlich in der Klemme. Und macht richtig Verlust gerade. Und wir sollten jetzt unseren Weltmarkt anpassen. Was haben wir hier? Metalllager. Das ist okay. Kunststofflager und Legierungslager. Das Legierungslager werden wir jetzt entfernen. Und dafür allerdings ein Prozessorlager aufbauen. Zip. Und dann werden wir Prozessoren, man sieht schon, exportieren. Es läuft sich gerade ein Legierungs- und Plastiküberschuss an. Wir sollten unsere Geschäftsaktivität ausweiten. Verschickte Geschenke, empfangene Geschenke. Es kostet 50.000. Außerdem glaube ich nicht, dass du überproduzierst, oder? Hergestellt 2.400. Brände außer Kontrolle. Wo? Wo brennt? Glücksspiel. Das ist immer noch nicht so das, was ich sehen möchte. Und noch mit dem Casino Plus. Ich glaube fast nicht. Jetzt ist hier Ruhe. Das kannst du auch ausschalten. Dieses Casino bringt uns irgendwie gar nichts. Derzeit. Wahrscheinlich, weil es auch zu weit weg ist, weil wir da zu wenig Touristen haben. Ja, man kann doch ab und zu auch mal einen Überfall durchgehen lassen, ne? Unerhört, dass wir keine Lieferung bekommen haben. Das tut mir doch leid. Und wir nähern uns der Bevölkerung mit 75.000. Das heißt, wir können dann upgraden. Es ist die Frage, ob wir dann nicht sogar vielleicht Hochschule, was haben wir noch für Möglichkeiten? Tourismusabteilung.
Wahrzeichen. Achso, das haben wir ja schon. Verkehrsabteilung. Dann können wir den Flughafen bauen und das ist ja vielleicht nicht verkehrt. Sicherheitsabteilung, Finanz. Naja, ich würde sagen, wir gehen dann mal auf Verkehrsabteilung und werden dann mal sehen, was so passieren wird. Was denn hier? Kann ich hier überhaupt noch weiter eine Kapazität reinsetzen? Noch eine höhere? Okay, vielleicht kann ich ja hier noch mal erweitern. Kostet 40.200 die Stunde. Naja, ich glaube, wenn es nötig ist, machen wir das. Ja, hier ist natürlich eine hohe Nachfrage und das ist immer noch schwierig umzusetzen. Und ohne groß hier was abzureißen. So. Zack. Da passt ja nichts hin. Ich möchte ja ungern irgendwelche Gebäude dafür abreißen. Zack. Wir haben ja den gesamten negativen Einfluss beseitigt. Freuen sie sich gleich alle wieder. So, vielleicht noch ein bisschen was. Möchte ich erstmal nichts weiter dahinter bauen. Ah, einfacher Gehweg. Der passt hier noch hin. Kunden da. Die haben relativ Produktion dicht. Lama Gen. Nano Styren. Styren. Komplex. Ein komischer Name. Neuhirn AG. Diskret KG, Technologiegruppe, Nahbereich, Subatom. Was ist das hier? Placebo, Pharma. Placebo, können wir auch fast sagen. Tja, wir kommen da nicht hoch. Wir kommen da einfach nicht hoch. Das macht nur 5000 Gewinn. Also müssen wir irgendwie die Struktur ein bisschen verändern noch. Münzautomaten. Blackjack. Ich würde sagen, die Lounge nehmen wir weg. Die Lounge nehmen wir weg und machen dafür oben ein Hotelzimmer auf. Mal sehen, wie viel das bringt. Da können wir hier nämlich auch mittlere Gäste.